You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. You know you could. Ich finde mein Leben wundervoll, weil ich das machen kann, was mir so am Herzen liegt. Mal diese Krankheitsdeutung, das ist so integrale Medizin. Da wird niemand vergewaltigt, seine eigenen Symptome zu deuten. Aber ich würde immer so Räume anbieten, wo man sagt, am besten, wo ich sagen würde, am besten lernen wir an unseren eigenen Problemen. Also schauen wir an, persönliches Genussfasten und solche Dinge. Das, glaube ich, ist eine wirklich für diese Überflusszeit ganz wichtige Geschichte, dass man mal einfach auch reduziert auf das Wesentliche. So, in diesem Sinne würde Arzt sein ja auch bedeuten, sowas wie Lebenshilfe. Hygiene hat man früher Lebenshilfe genannt. Hygieia ist die Göttin der Lebenshilfe. Also zu helfen, ein gesundes Leben zu führen, was zum Heilsein führt, ist ein schönes Bild für die Arztvision. Das ist ja im Westen auch sowas völlig Vernachlässigtes. Ja? Also die Menschen wissen es schon, aber die Wissenschaft kümmert sich überhaupt nicht. Ja? Menschen wissen ja schon, wenn sie den ganzen Tag in der Klimaanlagenluft gesessen sind, dass es ihnen nicht gut geht. Oder nach 10 Stunden Flugzeug weiß man einfach auch, brauche ich das? Klar, aus den Klimaanlagen kommt kein Prana, keine Lebenskraft raus. Jetzt eine Erfahrung zu machen mit Prana, also im Sinne des verbundenen Atems zum Beispiel, ist natürlich eine wundervolle Geschichte, weil man auch merkt, tatsächlich, es gibt so eine Lebenskraft. Und viele andere könnten das auch. Wir müssten gar nicht so uns in dieses Rattenrennen einspannen lassen. Das ist doch absurd, bei einem Wettkampf teilzunehmen, wo es darum geht, der Reichste am Friedhof. Wir könnten einfach viel mehr genießen. Und dabei, ja, für die, die jetzt so leistungsorientiert sind im Spätkapitalismus, kommt ja noch Folgendes raus. Wenn ich das genieße und das mache, was wirklich aus mir raus will, mache ich das ja meistens gut. Das ist dann meins. Und dann gibt es zum Schluss dann auch noch Anerkennung und sogar Geld dafür. Also wenn ich dem Geld hinterherrenne, habe ich immer Burnout-Gefahr. Ja, wenn es nichts ist als das Geld und ich turne auf der Karriereleiter wie ein Irrer, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dabei ausbrenne, riesig. Wenn ich für mein Thema brenne, ist die Wahrscheinlichkeit, dabei auszubrennen, wirklich null. You can fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You can have all you ever wanted. You know you could.